Ja, hallo und ich heiße euch herzlichst willkommen bei einem weiteren Let's Play League of Legends 5 gegen 5. Ich habe diesmal mal was Außergewöhnliches genommen, zumindest für meine Verhältnisse außergewöhnlich, nämlich eine Zyra als Support. Wir haben in der Mitte Kata, Aatrox auf der Toplane, Pantheon im Jungle und Triss als AD Carry mit mir auf der Botlane. Ja, es ist wieder Zeit gewesen für ein weiteres Let's Play, habe ich mir jetzt gedacht heute. Ich habe jetzt nämlich vorwiegend WoT aufgenommen. Weil ich habe gedacht, wenn du jetzt nicht mehr wieder anfängst, League of Legends zu spielen, dann rostest du echt ein. Ja, wir haben jetzt wieder auf der Botlane, auf der gegnerischen Botlane, einen Bitchcrank. Den Typen, den liebe ich so sehr. Ich hasse ihn. Dieser Typ, der nervt so sehr, weil er ständig nur im Jungle campt, also in den Büschen da, so ein kleines Buschkind ist das. Oh, den kurz noch ausschalten. So, das ist so ein kleines Buschkind und dann wirft es einfach seine Q rein und dann macht der AD Carry einen fertig. Das ist scheiße, das ist richtig scheiße. Ja, Zyra AD Carry das deswegen, weil ich mir gedacht habe, hast du schon oft gesehen, aber noch nie selbst ausprobiert. Probierst du sie jetzt also aus mit einem Account, der noch nicht so sehr erprobt ist. Und ich wollte mir meine Stats nicht ruinieren. Also selbst wenn ich meinen Main-Account zur Verfügung hätte, hätte ich ihn nicht genommen. Das ist doof. Allgemein, wenn man einen relativ guten Account hat und man ruiniert sich die Stats als Supporter. Ja, ich habe jetzt wieder gesehen, ich habe heute Mittag noch ein Game gemacht. Aram. Ich habe nämlich gesehen, wir sind auf Level 6 gekommen und somit haben wir die Möglichkeit eines Arams freigeschaltet. Was ich natürlich nicht schlecht finde. So, dann würde ich mal sagen. Schwierig. Dann würde ich mal sagen, erst die W. Jetzt brauche ich natürlich diesen Zauber durch. Wo ist denn der? Da. Jetzt brauche ich auch noch einen Ward. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Dann nehme ich einen Mana Ward mit. Go bot, no, I'm jungle, help blue please. Hä, wieso will die denn jetzt, dass der Bot geht, oder heißt das both? Ach ja, dann wahrscheinlich both. Das war extra, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Ich hätte die Würgedorn machen sollen, aber ich wusste nicht, dass die so random sind. Ich habe gedacht, das wären normale Leute. Ja, ist ja gut. Chill deine Base. Alles in Ordnung. Nirgends ist es sicher, solange ich frei bin. Ja. Ist ja gut. Ah! Das ist gewöhnungsbedürftig, diese Steuerung. Mann! So. Nee. Nee, da steht nichts drin. Oh, Bitchcrank. Bitchcrank. Ja, chill deine Base. Vielleicht hast du Probleme.
Fall auf. Wow! Gerade schon wieder ein Herz. Was war der Scheiß? Alter, chill! Ach ja, das lädt ja nach. Ich habe immer gedacht, ich kann das so durchstemmen, aber nee, am Arsch. Aber die ist gar nicht mal so schlecht als Supporter. Schade. Oh Mann, ey. Oh Mann. Du verdienst eigentlich ein richtig heftiges Blut zu bekommen. Aber ich bin wieder im Spiel offenbar. Bekomme das noch echt gut hin dafür, dass ich die noch nie als Supporter gespielt habe. Aber ich weiß, dass man die kontrollieren kann. Ich bin gerade nie. Ja, also, nee, ich will nämlich keinen Fahnder abbekommen. Das ist es nämlich. Ich will dann jetzt nicht den ganzen Fahnder klauen. Aber das will ich machen. Ärgern. So, Bitchcrank ist wieder da. Ich muss mir auf jeden Fall Athena holen, weil die Tante, die ist auf Dauer ziemlich aggressiv. Nennen wir es mal so. Zumindest was es dann Mana kostet. Ah, jetzt blicke ich. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann warten, dann mache ich so. Ich warte bis bis ich 600, nee, 800 Gold habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist der Mana. Boah, geht die Alte mir auf den Keks. Dann machen wir mal... Was? Ein Gegner wurde getötet. Was muss ich tun? Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, was geht denn jetzt ab, aber es hat sowieso nichts gebracht. Gut, aber wir haben gesagt, wir holen uns erstmal Kelch der Harmonie und danach hole ich mir erstmal dieses Ward-Item. Folgender Grund, ich hasse es einfach, out of Mana zu sein, besonders als Supporter. Und kann nämlich dann überhaupt nichts tun. Healpots brauche ich auch noch. Mana-Problem ist ja jetzt gelöst. Ein Assist habe ich auch, also alles erreicht.
eben kurz gehustet. So, jetzt gucke ich mal, was die Jungs da vorne machen. Ja, sicher. Warum auch nicht? Ich kenne nicht mehr, ob das. Oh Mann, ey. Das müssen wir aber echt noch üben. Das muss ich doch echt üben. Komm her, Bitch Friend. Ich warte auf dich. So im Nachhinein betrachtet war das eine doofe Wahl als Ort. Ich hätte das anders machen sollen. So, war da die Tante? Okay, die geht erst auf entweder auf Crit oder auf Blutbürster. Also Kalium Blutbürster. Mann, Alter, kannst du gar nichts richtig machen. Jetzt habe ich hier so wieder Frames Einbrüche. Auch wieder nur so einen Millimeter daneben, das finde ich sehr prickelnd. Ich hoffe, diese Frames Einbrüche bedeuten jetzt nicht, dass irgendwie der Speicher voll ist. Das hatte ich das letzte Mal. Erneut. Ich hatte überhaupt die. Ja, ich mache jetzt mal die Waffe hoch. Mache ich das ab? Durch? Nee. Alter, ey. Diese Frame-Time-Brücke, wenn man weiß, dass irgendein Scheiß hier abläuft. Ja, sehr schön. Ich muss noch lernen, meine meine Pflänzchen da noch ein bisschen anders hinzuschneiden. Ansonsten schön. Ich will auch ein neues Level kommen. Was? Moment mal. Hä? Was macht die da? Will die mich verarschen? Ich hab gedacht, die wäre weg oder tot oder beides. Ja. Ich zu dem Thema. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Jinx ist
dämlich. Und zwar selten dämlich. Wieso hole ich mir die Minions? Ich will mir keine Minions holen. Minions soll Triss haben. Tja. Aber auch selten dämlich. Ich hätte glaube ich die Ulti früher setzen sollen. Egal. Ja, stimmt. Ich muss mal so komische Sammelpacks machen dadurch, ne? Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ich hole mir jetzt Frostfang. Ich hole ein bisschen das und einmal das. Nur eine harmlose Blume. Mann, ist ja schlimm mit mir. Das kommt davon, wenn man krank ist, dann ist das hier echt durch mit dem Aufnehmen. So, ich möchte gerne den Bot Tower kaputt machen. Ich habe mal gedacht, das slow. Oh Mann. Oh Mann, ey. Machen die da? Schon wieder. Wieso? Wieso sterbe ich immer? Ich hab gedacht, das läuft gut. Ja, jetzt kommt die auch noch vorbei. Ach, die denn da? Will die sie exekuten lassen oder was? Will die mich verarschen? Im Ernst, was soll der Scheiß? Wenn euch langweilig ist, dann geht ein Diamond zurück. Was für eine Rede. Meine Fresse, ey. Ein Gegner wurde getötet. Ja. Junge Vater, die ist richtig dämlich. Der Wald beherbergt viele Überraschungen. Also unsere ist gut, aber die andere ist, die ist richtig dämlich. Aber dann noch so einen Scheiß bringen, ne? Ja, ich warte hier erstmal alles. Ich habe keinen Bock darauf, dass wieder die Katze um die Ecke kommt. So, wir haben Dragon. Wir holen uns erstmal die Cutter, ich habe keinen Bock mehr. Oh Mann, ey.
auf die Jinx aufpassen. Die ist richtig OP. Also sie selber ist dämlich wie sonst was, oder der Chen. Macht er das gefährlich? Also? Macht sie so gefährlich, Mann. Jetzt fängt das Deutsch wieder an. Oh, Puncher mit mir. Ich glaube, jetzt ist eine gute Möglichkeit für die Ulti. Jetzt ab weg da. Ich hätte mir früher ein. Oh Mann, ey. Warum ich da nicht an... Na, gegen die kann ich sowieso nicht deutlich. Was ist das? Was macht unser Aatrox da oben? 1-4-2, ja das macht der. Alter, hab ich jetzt wieder Trend. Jetzt kommt die Alte vorbei. Was? Wo ist denn Aatrox gewesen? Habe ich den überhaupt Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Und wieso bin ich wieder gestorben durch die scheiß Ulti? Hat die nichts Besseres zu tun, als die Ulti zu werfen? Schön auf den Supporter. Der macht auch unglaublich viel Schaden, ne? Ich habe keine Lust mehr. Ich bin nach Hause. Ein Gegner wurde Alter, ey. Ja, schön eine Jinx ziehen. Das ist sehr schön, hat man immer gerne. Was hole ich mir denn? Ich hole mir jetzt den Scheiß. Ja, darauf warte ich jetzt nicht. Dafür, wenn die Katar im Vollpfosten ist. Dann soll die Katar ihr Leben chillen? Ich renne lieber meinem Adi Carry hinterher. Das ist sehr viel gesünder, als so alleine reinzurennen. Ich habe gerade beschlossen, mir Rileys zu holen. Warum? Weil die Tanten nerven wie scheiße. Euer Team hat eine Schuld zerstört. Alter, ist die schnell. Du jetzt allerdings auch. So.
ich laufe jetzt mal dem Pantheon hinterher. Weil offenbar brennt da die Hütte jetzt in der Mitte. Was für eine rege Welt. Der Pantheon hat offenbar nicht das Bedürfnis, hier irgendwas zu machen. Da. Schild ihre Base oder was? Oh Mann, ey. Aber besser, die ist in deren Team als in meinem Team. Weil das kann ich echt nicht laufen. Ja, ich sehe es gerade. Chris, halte durch! Ich komme! Du musst nur ein wenig tanken. Was eigentlich cool wäre, eine Tristana mit Forsthammer und Randuin. Das würde abgehen. Stimmt. Da ist nichts drin. Ja, jetzt sind die wieder da. Was wollen die von mir? Ganz ernst? Jetzt ganz im Ernst. So viel mehr zu sehen. Ja, Entschuldigung. Ja, Alter. Am Arsch hier, Ulti. Steck dir die Rakete sonst wohin. Alter, die macht trotzdem noch Schaden, wie sonst was. So, wo ist Namu, das alte Toilettengesicht? Setz mich fort. Oh. Holt ihn euch! Was könnt ihr eigentlich? Noch gestorben. Das macht mich nicht besser, glaube ich. Ja, spring doch weg, Mädchen. Bist du dämlich oder so? Läuft sie einfach. Guckst du sich den Atrox an oder was? So. Wie ich gerade gesagt habe, ich habe beschlossen, mir Rileys zu holen. Weil mir die Typen tierisch auf den Keks gehen. Vor allem Jinx. Ja, chill deine Base. Komm hier. Grüßen sich. 12 Items halt, ne? Alter. Alter. Alter, wie gehen die denn ab? Hab ich irgendwas verpasst? So, da ist die Katha. Ich habe natürlich hier wieder nichts gewordet, ne? Das vergesse ich immer. Ich renne jetzt mal so lustig, wie ich bin, der Cutter hinterher. So, jetzt brauchen wir eben kurz den Botlane fahren. Beziehungsweise die Triss braucht den.
Weil sie hat hoffnungslos wenig Farm und ist auch kein Stück gefeedet. Ich habe mir nicht viel Farm geholt. Nur einen einzigen. Nicht das, was ihr denkt. So, wir müssen uns vor allem die Jinx holen. Die Katha, die ist hoffnungslos verplant, glaube ich. Also sie will es nicht kapieren. Wieso bin ich jetzt gestorben? Ruhig! Wieder habe ich die Jinx, die jetzt nicht nutze, ey. Ich habe gedacht, die ist tot. Was ist nein am Arsch? Kann auch sein, dass ich mir jetzt gerade die unglaubliche Scheiße hole, aber das halte ich für das Sinnvollste auf eine Zyra. Entschuldigung, eben kurz. Wenn das die ganze Nacht so weitergeht mit dem Husten, dann bin ich echt am Arsch morgen. Mann, da passe ich einmal nicht auf und was ist am Arsch? Jetzt habe ich wieder alles verbockt. Herzlichen Glückwunsch, Eric. Machen die gerade Baron? Ich hoffe es nicht. Wieso werde ich vom Tower des Fokus? Da sind doch eine Menge Minions noch. Also, besser. Die Fury hat fast durchgepusht. Ich weiß, es ist dämlich, den jetzt den geklauten Red Buff wieder erneuern zu lassen, aber es ist halt so. Ja, der Tower ist jetzt auch endlich down.
Und ich merke gerade, mein Inventar, das besteht nur aus Einzelteilen. Das werde ich jetzt mal schleunigst beheben. Schleunigst. So, was schaffen wir uns als nächstes an? Ich schlage vor. Heimwacht soll es nicht sein, sondern eher Hauptmann. Das erfüllt meines Erachtens nach die beste Position eines Supporters. Und sie sehen cool aus. Nicht zu vergessen, sie sehen cool aus. Auf dem Bild. Was für eine So, dann holen wir uns mal die Jinx. Diesmal ausnahmsweise ein bisschen länger als die anderen Videos. Normalerweise immer so eine halbe Stunde, 15 Minuten, ein paar Sekunden, aber irgendwie. Heute nicht. Aber gut, bei so einer Runde 5 gegen 5 ist das halt schwer. Normalerweise liegen ja irgendwie bis 3/4 Stunde. Ich hatte meine längste Runde war irgendwo bei 1,5 Stunden oder so. Alter, ey. Übertreib. Ich weiß ja nicht, was ihr Vögel hier davor habt, aber ich möchte ihn kurz ein bisschen deffen. Und nur so ein ganz kleines bisschen. Alter, ist der Arschloch. Was hat der für einen Scheiß? Ja, natürlich. Das war dämlich. Aber das sieht cool aus. Ich bin der Einzige, der von dem Scheiß getroffen wird. Natürlich! Das war eine verschwendete Ulti, da stimme ich zu. Wieso ist die Alte noch hinterhergelaufen? Hättest es doch mal gelassen. So, ich gehe jetzt weg und ich hole mir jetzt erstmal Hauptmann und ja, was hole ich mir sonst noch? Ich habe keinen Plan. Ah, ich mache das glaube ich noch mal voll. Komm schon, das packst du. 4 Gold noch, 3, 2, 1, ja. Dann mache ich erstmal mein Supporter-Item voll. Thank you.
ihn dann auch holen sollte. Ja, der Tag ist amtlich am Ende. Das geht auch. Dinge sind nicht immer wie sie scheinen. Wieso oben Zerstörer? Wieso? Okay, ich meine, ich kann es irgendwo verstehen, aber... Meiner. Oh. Die pushen jetzt mal ganz locker durch. Ja, dann latsche ich mal dem Pantheon hinterher. Nee, greif doch noch mal an. Alter, ihr pusht nicht. Was macht der Arthur da? Hätte nix. Das ist ja richtig traurig. Leute, ich will das nicht verscheißen. Das ist schlecht, Leute. Ich will das nicht verscheißen. Habe ich schon wiederholt. Das kam irgendwie doof. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Was? Ja, sicher. So, Katar, den kriegst du noch. Der Gegner wurde getötet. Was für das? Thank you.
Wieso kriege ich kein Assist? Was ist das denn? Ist nicht euer Ernst, oder? Nein. Ja, jetzt ist wirklich die Frage, was hole ich mir für die? Ich glaube, ich hole mir dann einen Liandris. Oder? Nee. Ich muss jetzt gucken. Nee, dann hole ich mir Ägide der Legion. Übrigens. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel bringt auf der, aber ich weiß, der dadurch tierisch auf den Keks gehen kann. Den. Dadurch bekommen wir mehr Lebensregeneration und ich kann Schilde vergeben. Das finde ich nämlich auch nicht schlecht. Habe ich nicht gesehen, wie er draufgegangen ist. Ach, scheiße, ey. Wir müssen eigentlich mit Tower, Bot Tower pushen. Aber jetzt pushen die beiden Vögel Mitte durch. No, nein, jetzt weiß ich nicht, wie ich das angehen soll. Machen die gerade Dragon? Nee. Wow! Wo kam sie denn her? Ein vielversprechender Barbar. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, ich schreibe den Scheiß, auf einmal geht die dritte Weltkrieg los oder so. Übertreibt, Leute! Was geht mit euch ab? Ach, scheiße, ey. Ah, ist das scheiße, ey. Die haben ja ordentlich gefeedet. Jetzt kommt Jinx noch vorbei, ja natürlich, warum denn auch nicht? Alter ey, die macht so heftigen Schaden, ne? Dann nochmal mit Crit oben drauf. Ich kenne kein Item, das Rüstung. Kenne ich ein Item, das Rüstung verteilt? Auf die Schnelle fällt mir jetzt hier nichts ein. Vorher hat man Ägide der Legion Rüstung verteilt, aber das ist auch wieder seit einem schönen neuen Patch hier. Ja, was gibt's zu sagen? Wir haben die Runde verloren, leider. Ich bin jetzt ein bisschen sauer darüber. Ich muss jetzt gleich irgendwo meinen Frust ablassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends 5 gegen 5. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr sehen, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich glaube, den Abo-Button findet ihr selber direkt unter meinem Namen. Da bei der Beschreibung irgendwo. Ansonsten liked es, wenn es euch gefallen hat. Disliked es, wenn nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn ich irgendwas ändern soll, wenn es irgendwas zu sagen gibt, was auch immer. Oder schickt mir einfach eine E-Mail. E-Mail
Meine E-Mail-Adresse ist auch in der Beschreibung drin. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.